Heute Morgen wurde Miguel Aguirres Leben bedroht. Ist das nicht Sache der FED? Ja, aber sie haben uns ausdrücklich gebeten, ihn ins County zu bringen und rund um die Uhr zu überwachen. Los, 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 los! Boom. Was zur Hölle ist los? Was ist das alles? Wir haben 2 Schrotflinten und dann 4 oder 5 Knarren, zusätzliche Clips, Rauchgranaten, ein paar Messer, das Tränengas und Pfefferspray. Das ist ein Gefängnis, kein Polizeiarsenal. Ja, dann muss eben jeder Schuss sitzen. Komm schon! Kugel macht ihn nichts aus! Zusammen! Hast du sowas schon mal gesehen? Mein Großvater handelte mit Siedlern. Einmal kam er dorthin. Und sämtliche Siedler waren tot. Sie haben ihnen alles Blut entnommen. Vampiros del Cielo nannte er sie. Die Vampire des Himmels. Sie wollen Blut. Hol mich heraus! Ist das witzig? Menschen sterben da draußen, klar? Okay. Was zum Teufel ist hier los?